Hallo, ich bin Nastassja Romanova, die Gründerin der Projekte IoniFit und LingamFit. Ich unterrichte Fitness für die Intimmuskulatur für Männer und Frauen schon seit 4 Jahren und natürlich kommt oft das Thema der Penisgröße hoch, sowohl von der männlichen Seite als auch von der weiblichen. Ist die Bedeutung der Penisgröße wirklich so hoch? Naja, Penisgröße ist nicht alles, aber so ein gesunder, steifer, voller Penis ist was Schönes. Wie erreichst du ihn auf eine natürliche Weise maximal nachhaltig? Wie gehst du damit um, damit deine Partnerin es wirklich, wirklich toll findet? Und welche Methoden gibt es überhaupt? Und vielleicht kann man sie auch kombinieren. Das ist das Thema von diesem Video. Die Frauen sagen tatsächlich, dass die Penisgröße nicht alles ist, sondern Ausdauer, Fähigkeit, ein gutes Vorspiel zu organisieren, Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Frau zu hören und eigene Bedürfnisse auch wahrzunehmen und zu kommunizieren. Das ist das, worauf wir so viel Wert sowohl in unserem Online-Kurs legen, als auch in allen möglichen Live-Workshops und in den Videos auf diesem YouTube-Kanal. Bitte berücksichtige das. Penisgröße ist zwar schön, aber sollte mit anderen sexuellen Maßnahmen ergänzt werden, damit du sowohl deine Sexualität maximal genießen kannst, als auch deine Partnerin so öffnest, wie sie es früher niemals gekannt hat. Die Penisgröße ist zum Teil genetisch prädestiniert, genauso wie alles in unserem Körper, ja, unser Gewicht, unsere Kraft, unsere Intelligenz. Zum Teil ist es die Genetik, aber zum Teil ist es auch unsere Nutzung, unser Umgang mit dem eigenen Körper und Geist. Ihr kennt es vielleicht, die Penisse schrumpfen, wenn man sie länger nicht nutzt. Manchmal im Alter sehen sie nicht mehr so aus, wie wenn man jung ist. Sie zeigen, wie gesund der Mann lebt, wie stark er auch den Penis nutzt. Ja, use it or lose it, das Thema betrifft nicht nur die Potenz, das Thema betrifft ebenso die Qualität der Erektion, wie groß der Penis werden kann über die Arbeit der Schwellkörper. Und use it bedeutet nicht schnell, 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 zack, 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 masturbieren, abspritzen. Das ist ein Prozess. Prozess, wie du Liebe machst. Entweder mit dir selbst und in unserem Online-Kurs gibt es viele Griffe zum Thema Lingam-Massage. Oder natürlich, du kannst zu einer Lingam-Massage gehen, zu den Fachleuten. Aber das wird sehr, sehr, sehr kostspielig. Wie lebst du deine Sexualität? Wie kontrollierst du dich? Wie stark hast du es gelernt, deine Partnerin zu befriedigen? Wie kreativ bist du in deinen Stoßtechniken? Und für die kreativen Stoßtechniken brauchst du gute Hüftöffnung, gute Mobilisierung der Wirbelsäule, flexiblen Zwerchfell. Das sind alles kleine, kleine Bausteine für den Tanz von deiner Liebesmuskulatur. Und selbstverständlich, Qualität deiner Schwellkörper hängt mit deiner Ernährung zusammen, was wir auch im Kurs ansprechen. Am häufigsten nutzen die Männer für die Penisvergrößerung Penispumpe. Sie wird die Schwellkörper von dem äußeren Teil vom Penis ansprechen und dehnen dadurch, dass mehr Blut dorthin geschoben wird. Was ich allerdings von den Männern oft gehört habe: Diese Methode wirkt, aber nicht besonders lange. Du solltest mit der Penispumpe immer wieder was machen und das ist tatsächlich zeitaufwendig. Was ist Vorteil vom Intimfitness im Vergleich zur Penispumpe? A. Wir integrieren jetzt auch die versteckten Zentimeter vom Penis. Das heißt, er wird insgesamt größer. Wenn du 10-12% an der Penisgröße durch die Methode gewinnen kannst, an der ganzen Penisgröße ist es schon nicht wenig. Natürlich, je nachdem, wie schlimm dein Ursprung von vorne war, ja? Wie stark hat deine Erektion von den optimalen 120 mm der Quecksilbersäule abgeweicht. Aber wenn du
die ganze Fläche der Schwellkörper aktivierst und ihre Fähigkeiten verbesserst, ist es wesentlich mehr als nur die sichtbare Stelle. Du lernst deine Intimmuskulatur zu verwalten, so dass du immer wieder zwischendurch durch die Anspannung von deiner Intimmuskulatur deinen Schwellkörper voll mit dem Blut machst. Du lernst die Selbstmassagen kennen, die dir auch helfen, deine Qualität der Schwellkörper zu verbessern, aber auch deine eigene Sexualität besser wahrzunehmen. Was willst du außer von diesem Zack-Zack-Abspritz-Höhepunkt? Was macht dir Spaß? Wo genau sind auch deine erogenen Zonen? Um Genuss zu schenken, sollst du zuerst Genuss selbst kennenlernen. Und selbstgemachte Lingam-Massage ist eine wunderschöne Sache. Und sowohl für den Penis, als auch für die Hoden, als auch für Perineum und für besonders, wie sagt man, tapfere Männer haben wir am Ende auch das Thema der Selbstmassage für die Prostata vorbereitet. Und natürlich haben wir unseren Kurs mit den Bonuseinheiten ergänzt, wo wir nicht nur die Stoßtechniken besprechen, sondern auch die Yoni-Massage, über die deine Partnerin sich definitiv freuen wird und auch bestimmt sich auch motiviert fühlt, an ihrer Liebesmuskulatur zu arbeiten, um noch mehr für dich zu machen. Penisgröße wird nicht nur da sein, sondern auch die Qualität der Härte wird schön, die Gesundheit wird da sein und du wirst es wirklich genießen auf eine nachhaltige Weise im Zusammenhang mit den Beckenorganen, mit der Prostata, mit den Hoden, mit deinen höher liegenden inneren Organen, durch die bessere aufrechte Körperhaltung, durch die Flexibilität von deinem Zwerchfell. Mit strahlenden Augen durch mehr Testosteronproduktion wirst du durch die Welt gehen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und es hängt nur davon ab, wie bereit du bist, mit uns den Weg mitzukommen. Ich freue mich auf deine Ergebnisse und auf das Lächeln und Stöhnen von deiner Partnerin.